Gute, hier ist er wieder. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Neues aus dem Studio Hessen. Mein Name ist Stefan und heute habe ich mal was ganz anderes. Und zwar benötige ich diesmal eure Hilfe. Denn es geht diesmal um Gastankflaschen. Ja, also das sind diese Dinge, die dann die Gasfachfrau oder Bienen anbietet, ne? Solche Sachen halt. Wer hat damit schon Erfahrung gemacht? Wer kann mir da vielleicht ein bisschen dabei weiterhelfen? Momentan ist es so, dass die Gesetzeslage da nicht ganz eindeutig ist. So, die eine Seite sagt, nö, das ist illegal, weil es ja kein Gastank, er ist nicht fest verbaut, er ist nicht fest verrohrt. Und die andere Seite sagt, oh, alles kein Problem, ja, sicher dürft ihr das, das ist alles legal, ihr dürft, wenn ihr dann das Ding auch fest verbaut habt, dann ist es, dürft ihr auch an den Tankstellen dann damit tanken, sprich euer Gaskontingent wieder auffüllen. Und klar, hier ist natürlich wichtig, Thema 20G und so weiter, ja, muss dann richtig verbaut sein und so weiter. Das Verbauen selbst, was ich rausgekriegt habe, das darf man selbst machen. Man muss nur diese Sachen nachher im Gasbuch eintragen lassen. Sprich, man muss zum Händler, muss es abnehmen lassen. Der trägt das dann im Gasbuch ein, dass es in Ordnung so ist. Und dann soll das kein Problem sein. So. Das habe ich jetzt mittlerweile rausgekriegt. Aber wie ist es nachher, wenn ihr dann zum TÜVen geht? Ja, wenn ihr das Fahrzeug TÜVt und ihr dann Gasabnahme vorher macht, gibt es da Probleme? Wie ist es zum Beispiel ganz wichtig im Winter, wenn ihr unterwegs seid und ist ja so Propan-Butan, ist ja ein Propan-Butan-Gemisch, was ihr da bekommt an der Tankstelle. Und dieses Butan, das vergast ja ab einer Temperatur von, ich glaube, 0 Grad oder so. Vergast es nicht mehr. Das heißt, es bleibt flüssig. Mit anderen Worten, es bleibt in der Flasche drin und das Propan wird verbraucht. So. Wie haltet ihr das zum Beispiel? Ja? Habt ihr da schon mal Probleme gehabt damit? Solche Sachen einfach. Also ich bin wirklich da auf eure Hilfe angewiesen. Ja, dass diese stehenden Gastanks, so werden die ja genannt, die Dinge, keine feste Verrohrung brauchen, sondern da reicht ganz einfach diesen herkömmlichen Schlauch. Wir haben ja da die Dual Control drin mit Bruchsicherung und bla, hast du gesehen und also Gedöns. Ob man es braucht, weiß ich nicht, ist halt drin. Und ja, deshalb bin ich jetzt wirklich mal auf eure Hilfe angewiesen. Hat jemand schon mal sowas? Hat jemand sowas schon? Mit Sicherheit gibt es ja ganz viele, die sowas schon haben. Soll ja ganz angenehm sein. Die Schlepperei entfällt, ja, solche Sachen halt, ne? Oder sind da draußen Mobilisten, die genauso wie ich am Anfang stehen, von der Überlegung, sich da sowas einzubauen oder einbauen zu lassen. Und ja, hilft mir einfach. Ja. Gibt es mittlerweile schon andere Regelungen dazu? Und ja, ich weiß, im Ausland ist alles kein Problem. Die stellen sich nicht so an wie die Deutschen hier, wie die
wie unsere deutschen Gesetze. Aber es ist nun mal so und dann müssen wir uns auch danach richten, bevor die uns dann die Mobile stilllegen. Geht ja gar nicht. Ohne Mobil, das geht ja gar nicht. Nee, darf ich gar nicht dran denken. Nee, Bilder geht aus meinem Kopf. Nein, nein, nein. So. Ja. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Und wenn ja, ihr könnt mir hier unten reinschreiben oder ihr schreibt mir eine E-Mail an Studio Hessen, zusammengeschrieben, @gmail.com. Ja, und ich freue mich schon wirklich auf eure Informationen. So, dann sage ich jetzt mal Cheerio, bye bye. Bis zur nächsten Woche. Und dann kommt wieder was mit Technik. Versprochen. Bis dahin. Tschüss. Euer Stefan.